Sehr gut, denn jetzt kommt eine Künstlerin zu uns, die aus Münster kommt. Sie macht Pop und Jazz, heißt Mira und hat uns einen tollen Song mitgebracht, der heißt Liebe meines Lebens. Bitte begrüßt mit mir zusammen Mira! Hallo! Hey. Gerne. Hallo! Jetzt. Hallo! Schön, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wenn du fertig bist, leg einfach los. Ja, danke. Und dann sprechen wir gleich noch kurz danach. Also nochmal, der Song heißt Liebe meines Lebens. Kürzlich von einem Mann. Er sagte, dass er ohne seine Frau nicht mehr kann. Und ich dachte mir nur so, wow, brauche ich das auch? Und ob sowas wohl hinhaut? Las ich letztens von dieser Frau, die nimmt es in Sachen Liebe ganz genau. Sie sagte, sie würde alles geben, um nur den Richtigen zu finden fürs Leben. Seien wir mal ehrlich, ich bin echt happy grad allein. Das klingt alles echt gefährlich, so verliebt und dann abhängig zu sein. Also yes, liebe Friends, ich bin immer noch Single. Und ob mich das stört, nein, ich bin echt im Himmel. Keiner sagt mir morgens, Schatz, ich liebe dich. Aber das ist nicht schlimm, denn ich hab ja mich. Ich bin die Liebe meines Lebens. Versuche das zu toppen, während vergebens. Klar, komm noch mit drauf, aber ich pass ab jetzt auf mein Herz auf. Hund. Und er bellt immer ohne Grund. Doch wenn er reden könnte, hätte euch gesagt, dass er sein Leben gar nicht mehr mag, seit sein Herrchen gestorben ist und dass er es vermisst jeden Tag. Seien wir mal ehrlich, ich bin echt happy grad. Das klingt alles echt gefährlich, so in love und dann abhängig zu sein. Also yes, liebe Fam, ich bin immer noch Single. Und ob mich das stört, nein, ich bin echt im Himmel. Keiner sagt mir abends, Schatz, ich liebe dich. Aber das ist nicht schlimm, denn ich hab ja mich. Ich bin die Liebe meines Lebens. Versuche das zu toppen, während vergebens. Klar, komm noch mit rein. Aber ich weiß, ich wär auch okay allein. Ich bin auch okay allein. Ich überrasch mich. Tag bring mich zum Lachen. Oh, ich sag mir, wie schön ich bin. Warum sollen das andere für mich machen? Ich bin glücklich,
liegt darin nicht der Sinn. Und bevor jetzt einer sagt, wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal, ich schließe ja gar nichts für mich aus. Vielleicht hab ich dann Kinder, Hund, Partner und ein Haus, aber jetzt geht's mir phänomenal, alles andere ist doch egal. Also yes, liebe Friends, ich bleib erstmal Single. Und ob mich das stört, nein, ich bin echt im Himmel. Keiner sagt mir nachts, Schatz, ich liebe dich. Aber das ist nicht schlimm, denn ich hab ja mich. Ich bin die Liebe meines Lebens. Versuche das zu toppen, während vergehens. Klar, komm noch mit rein. Aber ich weiß, ich wär auch okay allein. Ich bin so okay allein. Ich bin auch okay allein. Die liebe Mira! Mega schön. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Der letzte Satz, ich bin auch gern allein, das kann auch nicht jeder, muss man sagen. Es gibt viele Leute, die können nicht alleine sein. Mhm. Super schöner Song. Wie lange machst du schon Musik? Also mit dem Klavierspielen habe ich angefangen, da war ich 5. Durch meinen Opa, der war nämlich Organist. Und ich habe dann irgendwann mit dem Singen angefangen. Später, ich wurde eher mehr gezwungen von meinem Klavierlehrer, der ist Chansonnier. Manchmal braucht jemand auch einen Schubs, ja. Mhm. Aber dann hat es mir irgendwann mega Spaß gemacht und ich war dann auch im Chor. Super. Ja. Wo können wir denn mehr von dir hören? Also ich habe einen ganz kleinen YouTube-Kanal, aber er ist wirklich nicht groß. Der heißt mira.sings, also Mira singt. Und auf Instagram heiße ich auch genauso. Genau. Super. Für alle Zuschauer, das findet ihr natürlich wieder bei uns auf der Webseite, auch mit einem Link zu den ganzen Social-Kanälen von Mira, ganz klar. Mira, vielen, vielen Dank, dass du da Dankeschön. Warst. Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Wir sehen uns später noch und ich gehe davon aus, dass wir irgendwann dich nochmal in der Sendung haben werden. Vielen Dankeschön. Dank, dass du da warst. Mira!